Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hin- und Weg-Box von Xavier Naidoo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hin und Weg von Xavier Naidoo, das Ganze am Freitag, den 19. Juli, erschienen. Wir haben hier eine Box in Standardgröße. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal die Folie abziehen. Allerdings, bevor wir die Folie wegpacken, haben wir dann hier noch einen Sticker, den wir uns mal kurz durchlesen werden. Und zwar lesen wir hier Hin und Weg Premium Edition. Das Album auf CD, signiertes Foto, DIN A5 Notizbuch inklusive Kugelschreiber, zwei hochwertige und exklusive Fotokarten, 14 Behind-the-Scenes Fotos mit allen Songtexten, Instrumental-CD, DIN A1 Poster, 3 Sticker. Xavier Naidoo. Jawohl, also wir haben hier den gesamten Boxinhalt einmal detailliert aufgelistet. Zu dem kommen wir jetzt gleich. Hier unten lesen wir einmal den Interpretennamen Xavier Naidoo, dann darüber Premium Edition Hin und Weg hier in der Mitte und das Albumcover ist hier in so einem Paternoster gehalten, also so ein altes Aufzugsmodell, wo man hier so die verschiedenen Kabinen hat, die dann hier so im Kreis fahren. Sehr schön, habe ich auch mal in der Realität gesehen, so ein Ding ist echt spaßig mit dem zu fahren. Hier oben links dürfte wohl Xavier Naidoo gerade runterfahren. Oder ja, auf jeden Fall irgendeine Person. Wir kennen leider nicht, wer genau. Und hier rechts haben wir dann eine Kabine. Und hier ist ein Mikrofonständer aufgebaut. Ansonsten gibt es hier nicht allzu viel zu sehen. Das Ganze ist in so einer dunklen Holzoptik gestaltet. Hier lesen wir Hin und Weg Xavier Naidoo. Oben Holz, links wieder Hin und Weg Xavier Naidoo. Es klappert schon und auf der Rückseite auch wieder hier in dieser Holzmaserung. Dann haben wir hier die Credits und einen Barcode. Gut, das Ganze ist eine reguläre Klappbox, bedeutet, es lässt sich hier auf der Seite einfach aufklappen. Wir haben hier einmal Sticker, Fotokarten und wohl diese Behind the Scenes. Instrumentals zum Album. Das Album an sich. Das dürfte dann wohl der Kugelschreiber sein. Das ein Notizbuch. Ah ja, okay. Hier sind dann die Fotokarten, die waren bei den anderen doch nicht dabei. Sowie ein Poster. Von innen glatt weiß die Box. Packen wir mal zur Seite. Und nachdem hier wirklich sehr wenig Plastik verwendet wurde, also Folie ist hier wirklich nur um das Album, werden wir uns mal dem Album direkt annehmen. So, einmal hier aufgeschnitten. Und dann können wir auch dieses hier wie die Box aus der Folie befreien. So, das ist es also. Das achte Album von Xavier Naidoo. Hin und Weg, es ist vom Cover wie auch schon die Box gehalten. So sieht das aus. Also auch hier wieder dieser Aufzug, dieser Paternoster. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase, hier auf der Seite auch in diesem Holz gehalten. Hier lesen wir dann wieder Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Tracks an der Zahl, das ist anständig. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4 Features. Und zwar recht ungewöhnliche Features oder wie man es eigentlich nicht erwartet hätte. Und zwar haben wir 3 der 4 Features aus dem Genre Deutschrap. Wir haben ein Feature von Klotz, hier auf dem Track Nummer 2. Und dann haben wir Features von Motrip, Chefcat und Contra K. Der Track mit Contra K, der wurde auch schon ausgekoppelt mit Video. Und dann gibt es noch den Track 8, Ich danke allen Menschen. Also diese beiden gab es ja vorab schon als Videoauskopplung. Dann haben wir unten wieder die Credits und einen Barcode. Und auch hier das Backcover ist in diesem Paternoster Design gehalten. Dann schauen wir mal hinein. So, wir haben hier einmal einen Flyer. Aber damit nicht genug. Wir haben natürlich auch noch ein Booklet. So, wir schauen mal ganz kurz den Flyer durch. www.quadratfanshop.de. Okay, alles klar. Also hier kann man scheinbar Merch von Xavier Naidoo erwerben. Jawohl, hier steht es 100% Official Merchandise. Hin und Weg Tour. Hier haben wir dann auch noch die Dates.
Also, wer Xavier Naidoo auf dieser Tour 2019 live sehen möchte, der kann das hier tun. Dann kommen wir zum Booklet. Und ja, genau, das Booklet ist in einem Poster-Design. Also wir können das Ganze dann hier wohl aufklappen. Genau. Also, hier einmal die Rückseite des Booklets. Hier haben wir Xavier Naidoo, der hier in diesem Paternoster zum Vorschein kommt. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt uns nochmal das hier ansehen von der Box und das vergleichen hier mit diesem Mantel, dann dürfte es sich wohl hier eindeutig um Xavier Naidoo handeln, der hier gerade nach unten fährt mit dem Lift. Also, schönes Booklet, Poster. Und auf der Rückseite haben wir natürlich die Tracks hier einzeln aufgelistet, wo wir dann noch die Info haben, wer daran beteiligt war, wer wurde gefeatured, wer hat produziert, geschrieben etc. Hier haben wir noch die Infos zum Album und ein weiteres Foto von Xavier Naidoo, der hier mit einem Buch lehnt. Und natürlich nochmal das Cover. Alles klar. So, dann packe ich mir das Booklet wieder rein in die Hülle. Ebenso diesen Flyer, Merch und Tour Flyer. So. Und die CD sieht dann so aus, auch hier wieder in dieser Holzmaserung gehalten. Xavier Naidoo, hin und weg lesen wir hier. So sieht das aus. Und auch hier ist der gute Mann wieder zu sehen. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Die sehen so aus, die kommen in einer Papphülle. Und dann haben wir hier die Hand von Xavier Naidoo, wie er hier gerade den Griff des Lifts, des Fahrstuhls hier umklammert. 14 Tracks auch hier wieder, also keine Lückenfüller oder irgendwelche Skits, nein, 14 Tracks ergeben hier 14 Instrumentals. So sieht das aus, hin und weg, Instrumentals lesen wir hier. Jawohl. Also 14 Tracks Instrumentals plus 14 reguläre. Dann haben wir einen Kugelschreiber, in diesem Fall von der Marke Lamy. Lamy kenne ich noch aus meiner Schulzeit, da hatte ich glaube ich immer meine Füllfeder von dieser Marke. In diesem Fall haben wir hier einen schwarzen Kugelschreiber mit weißem Schriftzug gebrandet. Xavier Naidoo lesen wir hier. Und hier dann noch Lamy. Das Ganze hat dann hier so ein ganz feines, ja, so einen Clipper, um das Ganze entsprechend festzumachen, irgendwo anzuhängen. Und das Ganze ist dann hier aufschraubbar. Kann man dann natürlich die Mine auswechseln. Und der schreibt dann, ich schau mal ganz kurz, welche Farbe. Ja, der schreibt dann schwarz. Also, schöne Sache. Sieht nach einem echt hochwertigen Kugelschreiber aus. Die Verpackung werde ich jetzt mal wegmachen. Aber den Kugelschreiber werde ich auf jeden Fall mal verwenden. Ja, mit dem kann man sich hier als Xavier Naidoo-Fan zu erkennen geben. Passend zu diesem Kugelschreiber kommt dann dieses Notizbuch. Das ist in so einer, ja, in so einer weichen Kunststoffoptik von außen. Xavier Naidoo lesen wir hier vorne. Ansonsten hier alles in dunkelgrau gehalten. Und wir haben dann hier ganz viele Seiten, die sind glatt, die sind nicht liniert oder kariert, sondern wirklich komplett glatt. Die könnt ihr dann natürlich hier mit Inhalt füllen. So sieht das aus. Wir haben zusätzlich noch ein Lesezeichen. Also hier so einen schwarzen Riemen, so ein schwarzes Band. Dann, was haben wir hier? Okay, das dürfte wohl die Herstellung sein. Easy Gifts GmbH in der Thomas-Mann-Straße in Nürnberg. Die dürften das hier produziert haben. Also hier Lesezeichen, ihr kennt das, einfach in die entsprechende Seite hier reinpacken, wo auch immer ihr möchtet. Aber damit nicht genug, wir haben auch hier innen noch so einen weiteren Gummizug, mit dem man hier entsprechend das Buch dann verschließen kann. Jawohl. Und dann haben wir noch einen dritten Gummi hier mit dabei, und zwar diesen hier. Und der ist für einen Stift vorgesehen. Also ob ihr da einen Bleistift oder jetzt passenderweise natürlich diesen Kugelschreiber reinpackt, das ist natürlich euch überlassen. So sieht das dann aus. Dann kann man das hier wieder zumachen. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Sieht echt fein aus. Okay, dann haben wir Sticker mit dabei. In diesem Fall zwei, nein, drei Stück. Und zwar einmal diesen hier. Hier lesen wir, ich danke allen Menschen. Das haben wir hier auf diversen Sprachen hier abgedruckt. Okay. Unten rechts lesen wir dann noch Xavier Naidoo. Also einmal quadratisch. Dann haben wir einen zweiten quadratischen Sticker hier mit dem Cover drauf.
und dann noch einen dritten im rechteckigen Format. So sieht das aus, Xavier Naidoo, wobei das OO hier am Ende, wie man es kennt, immer das Unendlichkeitszeichen darstellt. Jawohl, also drei Sticker gibt es noch oben drauf. Dann haben wir diese Behind-the-Scenes-Karten. Und zwar haben wir hier so Schwarz-Weiß-Fotos, die hier immer irgendwelche Momente hinter den Kulissen festhalten. Ihr seht schon, man sieht hier recht viel, was so hinter einem Videodreh oder hinter einem Fotoshooting abgeht. Da sind Leute, ah, das ist auch spannend. Der Typ, der hier mitarbeitet, trägt einen Sweater oder einen Pullover, auf dem hier Fett Halal Money zu lesen ist. Das Label von Farid Bang. Interessant. Also, so sieht das aus. Jede Menge Eindrücke, was hier so hinter den Kulissen eines Videodrehs oder eines Fotoshootings so abgeht, was hier an Technik aufgebaut wird und wie das hier dann so aussieht. Ja, könnt ihr euch natürlich hier dann alles im Detail ansehen. Die sind auch alle durchnummeriert, wie ihr seht. Jede einzelne ist hier mit einer Nummer versehen. 14 Stück gesamt. Und damit nicht genug. Passend zu den 14 Tracks sind es 14 Postkarten, Fotokarten. Denn jede dieser Fotokarten hat auch auf der Rückseite die gesamten Lyrics abgedruckt. Also hier zum Beispiel Nummer 14 ist der Track Welt mit Contra K. Und hier haben wir wirklich die gesamten Tracks, die gesamten Track-Lyrics abgedruckt. So sieht das aus. Sehr schön. Also, ich habe mich schon etwas geärgert, dass sie nicht im Booklet dabei waren, die Lyrics, aber so ist das natürlich auch hervorragend gelöst. Da hat jeder Track seine eigene Karte, seine eigene Fotokarte. Dann gibt es noch diese zwei. Nein, drei sind es. Drei Stück. Also auch hier wieder in Schwarz-Weiß und im Querformat. Und eine wurde auch unterschrieben. Hier mit schwarzem Stift. Xavier, ganz feiner Stift hier, unterschrieben. So sieht das aus. Glatt weiß auf der Rückseite. Jawohl. Also diese drei wunderbaren Fotokarten gibt es dann auch noch. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann ein Poster. Und dieses Poster ist riesig. Ja, es ist echt groß. Ich würde mal sagen A1. Und zwar haben wir hier wieder das Foto, was wir schon aus dem Booklet kennen. Xavier Naidoo lesen wir hier unten. Und genau dieser ist dann hier im Hochformat abgebildet. Auch hier wieder in dieser Paternoster-Kabine. So sieht das aus. Im Hochformat und die Rückseite ist blank weiß. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann diese drei Postkarten, diese Fotokarten. Eine davon unterschrieben hier von Xavier Naidoo. Dann haben wir diese 14 Behind-the-Scenes-Karten mit den kompletten Album-Lyrics auf der Rückseite. Die sind durchnummeriert, diese vier. Drei Sticker, zweimal quadratisch, einmal im rechteckigen Format. Dann dieses Notizbuch hier, eingebunden, auch wieder gebrandet mit Kugelschreiber. Sowie natürlich die Instrumentals zum Album in der Papphülle, 14 Stück. Und natürlich das Album an sich im Standard-Jewel-Case mit ebenfalls 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box hin und weg von Xavier Naidoo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Xavier Naidoo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.